Ja, hallo meine lieben Heli-Freunde, ich grüße euch. Jetzt möchte ich mal das Thema, wie ich zu meiner Heli-Fliegerei gekommen bin, mit einem kleinen Video beginnen. Und zwar, ich habe hier noch einige Modelle, die ich euch gleich zeigen werde, die ich noch von früher habe. Alle habe ich natürlich nicht mehr. Angefangen, der allererste Heli war ja irgendwas aus China. Diese 1 Meter langen Dinger, die kennt ihr bestimmt, die Koaxialhubschrauber, die überall beleuchtet waren, da überall blinkte und glitzerte das. Das zweite Modell, womit ich angefangen bin, das müsste im Jahre 2010 gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, ich bin 2010 angefangen. Da waren die Koaxialhubschrauber ja noch wirklich in gewesen. Da boomte ja auch noch der Helimarkt. Oder lief noch sehr gut, wollen wir mal so sagen. Viele Händler, viele neue Hersteller. Leider ist das absolut rückläufig. Immer mehr Hersteller schließen ihre Pforten. Auch die Modelle, die ich jetzt hier habe, die werden schon lange nicht mehr hergestellt. Eigentlich schade. Ich fange mal an mit meinem zweiten Heli. Den habe ich hier im Koffer drin. Das war das zweite Modell, was ich geflogen bin. Werden viele von euch kennen. Bestimmt bei einigen jetzt ein Aha. Erlebnis auslösen. Das ist der E-Sky Lama V4 Koaxialheli. Ja, das war eine Kiste gewesen. Mann, habe ich da Geld reingesteckt. Gut, der jetzt hier nicht. Der ist noch im Originalzustand. Aber was habe ich da getuned? Was habe ich da? Da gab es ja den Rotorkopf aus Aluminium. Und was für ein Aluminium das war. Was für ein Grotte Aluminium. Da konnte man das Aluminium mit den Fingern so verbiegen. Hat nichts gehalten. Das war alles ein Kram. Wofür habe ich da ein Geld ausgegeben? Ich habe hier vorne, seht ihr, die 4:1 Einheit. 3:1 Einheit oder 3-in-1 Einheit. Das ist einmal der Empfänger, Gyrosystem und der Motorregler oder Motorenregler. Der hat 2 Motoren. Ja, hier die Bürstenmotoren, die da drin waren. Ich kann dann mal die Haube abnehmen. Aber das dauert ja ewig, bis ich das wieder drauf habe. Nee, ich lasse das mal drauf. Die Bürstenmotoren. Vielleicht kann man das jetzt sehen. Da. Das sind jetzt schon Tuningmotoren. Die waren sehr schnell verschlissen, die vom Werk. Im Prinzip ist es nur hier das Teil. Das hier hinten alles ist sowieso hohl und leer. Da ist nichts drin. Im Prinzip kannst du auch den ganzen Rumpf weglassen und kannst das Ding nur so fliegen. Mehr benötigt es nicht. Wir werden gleich mal gucken, ob das Ding überhaupt noch funktioniert. Ich habe noch Akkus gefunden, Lipos, die noch funktionieren. Ich habe die geladen. Und dann werden wir gleich mal einen Probeflug machen, ob das Ding noch geht. Das war, wie gesagt, mein zweites Modell. Damit bin ich viel geflogen, habe viel Geld reingesteckt. War immer sehr viel kaputt und verbogen. Bei jedem Crash, Paddelstange fliegt immer sofort raus. Ihr seht, das ist hier oben offen. Die ist nur eingeklipst, die Paddelstange. Oder das Gegengewicht, wollte ich schon bald sagen. Ist immer weggeflogen grundsätzlich. Also das war schon echt eingeeiert mit dem Ding. Aber er flog schön. Flog ganz gut. Konnte man auch gut mit üben. Gut, dann werde ich mal gucken, ob das Ding noch fliegt. Übrigens 35 MHz. Funke war mit bei. Ready to fly. Die wurden nachher, ich glaube im Jahre 2013, als die komplett ausliefen, die Modelle 2013, ja, 12, 13, wurden die, glaube ich, für 29,90 € verramscht. Mit Sender, ready to fly. Und jetzt mittlerweile kriegt man fast keine Teile mehr dafür. Ja, dann werde ich mal eben abheben. Wollen wir mal gucken, ob der fliegt. Bis gleich. So, dann wollen wir den E-Sky Lama V4 mal fliegen. Kennt ihr das noch? Das Deppengestell. Das ist extra noch ein Deppengestell für Koaxialhelis. Das hatte ich auch noch gefunden. Na gut, dann wollen wir mal gucken. Ja. 35 MHz, lange Antenne. Was meint ihr, fliegt der noch? Da bin ich mal gespannt, ob der auch noch richtig getrimmt ist. Dann wollen wir mal.
er fliegt. Mit leichten Vibrationen, aber er fliegt. Das ist ein lustiges Gefährt. Der fliegt tatsächlich noch. Er hat leichte Vibrationen. So ein bisschen was muss er wohl abgekriegt haben. Aber der Lippo funktioniert auch noch. Klasse. Ja, freut mich, dass die Dinger noch gehen. Ich weiß jetzt nicht, wo die Vibrationen herkommen, aber... Naja, und damit kann man halt ein bisschen mehr schlecht als recht das Fliegen oder erstmal ein Gefühl für kriegen, für Rohlnick, obwohl hier nicht viel Rohlnick ist, aber doch für Anfänger. Erstmal zu sehen, ob das helige Fliege überhaupt für einen was ist. Und ein bisschen dichter kommen. Sonst seht ihr den Kleinen ja nicht. Nö, der fliegt noch schön. Klasse. Hat leichte Vibrationen. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich gucke jetzt gerade mal. Blattspurlauf muss man auch achten. Funktioniert aber. Sieht ganz gut aus. Ich glaube, dann werde ich mal wieder landen, weil ich nicht weiß, wie lange die Akkus noch halten. Vorsichtig. Vorsichtig. Da sind nicht viele Reserven. Den einmal zu schnell runterkommen und dann liegt er auf dem Boden. Ich glaube, das Hauptzahnrad scheuert ein bisschen am Rahmen, wollte ich schon bald sagen, an dem Gehäuse. Mal gucken, ob ich ihn hier auf der Platte gelandet kriege. Müsste man ja eigentlich. Ja, Mensch, klasse. Da habe ich mich gefreut, dass das Ding noch funktioniert. Ja, da habe ich früher viele, viele Stunden mit verbracht. Simulator gab es, glaube ich, ich weiß nicht, ob das schon anfing dann, 2010 oder so, dass es mal einen Simulator gab, die natürlich völlig unausgereift waren für den PC, aber habe ich nie benutzt. Ich habe lieber draußen mit diesen Dingern geübt. Obwohl das, wie gesagt, mit Kollektiv-Pitch-Heli-Fliegen nicht allzu viel zu tun hat. Aber man kann schon so ein bisschen das Gefühl kriegen für Rolo und Nick. Ja, Leute, dann werde ich mich gleich mal... Gleich geht das weiter dann mit dem Valkera Lama 400D, den ich euch vorstellen werde. Und dann sage ich bis gleich. Und nun, meine lieben Freunde, kommt mein absoluter Favorit. Das Modell habe ich nach dem Lama V4 gehabt. Das ist jetzt der Valkera Lama 400D. Das ist für mich der fähigste, schönste Koaxialhubschrauber gewesen, den es seinerzeit gab. Hat fast die Maße eines 450er Helis gehabt. Rotorkreis war, glaube ich, ein halber Meter circa. Ein Dreiviertelmeter ist, glaube ich, 75 cm, circa ein 450er. Aber von der Größe her, auch vom Aussehen her, sah der schon aus wie ein pitchgesteuerter Heli. Es waren alle Teile aus Aluminium, fast alle Teile. Das war ein bildhübscher Koaxialhubschrauber, mit dem man auch wirklich richtig gut fliegen konnte. Der war wirklich fähig. Ich zeige euch mal den Karton. Also wenn ich den noch in nagelneu kriegen könnte, original verpackt, ungeöffnet. Ich würde ihn tatsächlich noch mal nehmen, aber es ist nichts zu kriegen. Überhaupt nicht mehr. So, mal gucken. So, hier ist er. Geil. Also, muss ich sagen, geil. 2,4 GHz Sender. Also auch ein brauchbarer Sender mit Display. Jetzt nicht der absolute Plunder. Den Heli, den ich hier habe, der ist noch top erhalten. Sieht einfach nur hübsch aus. Und fliegt auch so. Fliegt wirklich klasse. Ein ganz tolles Modell ist das, ganz ehrlich. Heckrotor ist natürlich nur Zierde. Dreht zwar leicht mit. Ist auch ein kleiner Motor drin, hat aber keine Funktion.
sicherlich werden den viele kennen. Baugleich mit Robbe, Blue Arrow XL. Den gab es auch von Robbe. Blue Arrow halt, blau. Und halt das Robbe-Zeichen drauf und nicht von Valkera. Valkera stellt, glaube ich, gar keine Helis mehr her. Ich glaube, die machen jetzt nur noch Quadrocopter-Drohnen und so ein Krams. Die machen nichts mehr mit Helis. Wirklich ein ganz, ganz tolles Modell. Schade, dass es den nicht mehr gibt. Ich nehme mal die Haube ab. Gucken wir mal darunter. So. Das ist immer ein bisschen kompliziert, die Haube abzukriegen, ohne die kaputt zu machen. Aber das ist ja bei den Kollektiv-Pitch-Helis heutzutage ja auch nicht anders. Die Hauben sind ja auch alle sehr gebrechlich. So. Hier sieht man wunderbar die beiden Bürstenmotoren. Immer gut, wenn man ein paar Ersatzmotoren dabei hat, um mal irgendwann nach ein paar Flugstunden die zu wechseln. Die halten nicht ewig. Man hat bei diesem Modell schon einen richtigen Motorregler. Das ist jetzt keine 3-in-1 Einheit. Hier ist nur der Empfänger und der Kreisel drin. Hier hat man richtig separaten Bürsten-Motorregler. Man hat auch vernünftige Servos. Oder was heißt vernünftig, aber für einen Koaxialhubschrauber wirklich eine tolle Qualität. Bildhübsch. Den werden wir auch fliegen. Ich glaube, der Lippo müsste noch funktionieren, den ich habe. Mal gucken, gucken, gucken. Hier ist der Sender. Batterien habe ich gerade reingemacht. Das läuft auch noch. Also schon ein brauchbarer, fähiger Sender. War eigentlich alles dabei, was man braucht. Ich glaube, der hat 189 € neu gekostet. Ready to fly. Mit Lippo. Ich habe hier noch den originalen Lippo. Der ist schon leicht gebläht. Habe ich aber noch aufgeladen gekriegt. Müsste eigentlich noch zum Vorführen reichen. Ich habe auch noch... Moment, Moment, Moment. Hier habe ich ja noch von früher noch einen Satz Motoren. Ein paar Bürstenmotoren zum Auswechseln. Weil irgendwann sind die runter. Dann haben die keine Leistung mehr. Ja. Dann werden wir den auch gleich mal fliegen lassen. Und wollen mal gucken, wie der funktioniert. Ich will das Video nicht allzu lange machen. Ich will euch hier nicht eine halbe, dreiviertel Stunde lang mit meiner Story von früher langweilen. Das soll eigentlich nur ein kurzes, bündiges 10 Minuten, Viertelstunde Video werden. Das genügt auch. Jetzt werde ich mal den Akku hier rein. Der kommt hier unten rein. Der hatte hier eine Klappe. Und dann hat man den Lippo hier reingeschoben. Klappe zu. Also wirklich schade, dass der nicht mehr hergestellt wird. Wenn der irgendwo noch nagelneu ist, ich nehme den nochmal. Nur für meine Vitrine, wollte ich schon mal sagen. Als Andenken. Habe ich die meiste Erfahrung und... Die Flugvideos, die ich noch habe, die sind eigentlich nur mit dem Modell. Werdet ihr nachher sehen. Ich werde gleich mal abheben. Bis gleich. Ach, jetzt möchte ich mal seit langem wieder mal Valkera Lama 400D fliegen. Wollen wir mal gucken, ob der noch funktioniert und ob das auch noch richtig alles eingestellt ist. Hier muss man viel trimmen bei den Koaxialhelis. Ja, Akku habe ich angesteckt. Dann wollen wir mal gucken. Das Ding ist geil. Was für viele vielleicht wie ein Spielzeug erscheint oder was viele für ein Spielzeug halten. Es ist, finde ich, überhaupt nicht das Modell. Steht noch klasse in der Luft. Ist auch gut getrimmt. Ja, ein bisschen nach hinten fliegt er. Das trimmen wir mal aus. Also ein bisschen noch mal ran.
Ja, und nach dem Valkera Lama 400D, den ich weiß nicht, wie oft ich den kaputt gemacht habe. Übrigens auch Vorsicht, musste man walten lassen beim Fliegen. Zu doll in die Kurve geflogen und die Blätter haben einen Boomstrike gehabt. Oder Boomstrike nicht, sondern die Blätter sind aneinander gekommen. Das ist ja kein Boomstrike. Ich zeige euch das mal. Seht ihr? Den ein bisschen zu aggressiv geflogen und schon im Flug die Blätter zusammengekommen, gebrochen und dann hast du einen Haufen Schrott gehabt. Das war der Nachteil. Gab ein Tuning-Teil nachher, ich glaube von Xtreme, eine verlängerte Welle, damit die Blattabstände größer sind und man den auch ein bisschen aggressiver fliegen konnte. Aber viel gebracht hat das nichts, sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe das alles gekauft, alles investiert. Aber dann kam die Zeit, wo ich gedacht habe, na jetzt bin ich aber ein ganz toller Pilot. Jetzt fange ich mit dem ersten Kollektiv-Pitcheli an. Tja, das war falsch gedacht. Und zwar, was habe ich gekauft? Wer kennt die nicht? Was war sehr, sehr populär damals? Der E-Sky Belt CP. Wer kennt den nicht? Also jeder, der damals angefangen hat, so um 2010 rum mit der Fliegerei angefangen hat, davor gab es den Belt CP, V1-Version, das ist die V2-Version, im besseren Kreisel. Das war eine Kiste gewesen, mein lieber Mann. Hier seht ihr noch die Blessuren, Ruderblatt eingeschlagen, der ist nicht flugfähig. Das war eine Kiste gewesen. Was hab ich da Geld? Und da erzähle ich euch mal eine Geschichte. Ich habe den Belt CP nagelneu gekauft. Ich glaube, den gab es ready to fly für, war das 149 Euro im Angebot? Na, irgendwie sowas. Und ich hatte mir den Heli gekauft. Meine Frau hat angerufen, Paket ist gekommen. Na, ich schnell nach Hause gefahren und habe das Ding dann geholt, habe nach Feierabend den Lippo auf Druck aufgeladen. Nervös, nervös, nervös. Das Ding sollte ready to fly sein mit Sender. Den Sender habe ich leider nicht mehr dafür. Ich den Lippo aufgeladen, Akku rein, Sender an, den Regler angestöpselt, das Teil auf den Rasen gestellt. Leute, ich heb ab, gebe Gas. Der Heli driftet nach rechts weg. Also von ready to fly war nichts, das war ready to Schrott. Das Ding driftet dermaßen nach rechts weg. Ich natürlich überhaupt gar keine Ahnung, dass der Heli auch nicht mal aufhört, dann irgendwann nach rechts zu driften. Und in die Büsche rein, ein Haufen Schrott. Ich glaube, ich habe den 3 Sekunden oder 4 Sekunden in der Luft gehabt. Und dann war das Ding schon im Eimer. Da war ich schon bedient. Das war der große Pilot. Nach dem Koaxialheli unbedingt ein Pitch-gesteuerten. Ich kann das, jetzt kriege ich das hin. Nichts habe ich gekonnt. Was habe ich mit dem Ding an Zeit verballert? Was habe ich da Geld rein und Tuning und Alu-Rotorkopf und Climbing and Default, was ich damit alles gemacht habe. Zum Fliegen gebracht habe ich letztendlich diese Kiste, bis ich das erste Mal richtig mit dem Kollektiv-Pitcheli geflogen bin. Nie, nie. Das ist meiner Meinung nach das Schlimmste, was du einen antun kannst als Anfänger. Es gibt welche, die konnten damit auch 3D fliegen und so, die haben das auch gut alles hingekriegt. Ja, alles in Ordnung. Wenn man fliegen kann, okay. Ich sage, für Anfänger war das Ding absolut gar nichts gewesen. Das Ding flog scheiße, das war querlig ohne Ende, also die Einstellung vom Sender, wenn man seinen eigenen Sender nimmt und den dann so einstellt, dann mag das gut sein. Aber als Anfänger verlässt man sich natürlich auf die Ready-to-Fly-Geschichte mit Sender und da konntest du das Ding total vergessen. Erst als ich meinen T-Rex 450 hatte mit dem eigenen Sender, da habe ich gemerkt, Mensch, so ein Kollektiv-Pitcheli, der kann ja auch in der Luft schweben und vernünftig stehen bleiben einigermaßen. Mit der Kiste nie hingekriegt. Ich nehme mal die Haube ab. Was habe ich da schon Rotz und Wasser geheult mit dem Ding? Ich habe es nicht hingekriegt. Ja, da seht ihr den Motorregler, glaube ich, 25 Ampere Regler. Der kleine Brushless Motor von E-Sky. Hier ist noch der Empfänger. Das ist noch alles so original mit Kreisel. Die Servos, die kleinen E-Sky Servos.
Interessante Anlenkung auch. Da seht ihr, alles über mehrere Arme angelenkt. Hier Push-Pull. Servos sind noch in Ordnung. Also man sollte den Kasten hier zum Laufen kriegen. Und jetzt, wo ich fliegen kann, werde ich den auch fliegen können. Aber ich sag euch als Anfänger, oh Gott, was habe ich da ein Geld daraus gehauen für das Ding. Was habe ich den geschrottet? Und damals kosteten die Teile, war nicht billig, weil das ja ein sehr beliebtes Modell war. Ne? E-Sky Bell CP, wer kennt den nicht? Früher aus den Zeiten von 1910. Ich glaube bis 12 oder 2012 oder 2013. Irgendwann dann wurde die Produktion auch eingestellt. Dann wurden die Teile nur noch verramscht. Also das war ein Erlebnis gewesen mit dem Modell, dass ich dachte, ich lerne das Fliegen nie. Und habe das schon fast aufgegeben, bis ich meinen T-Rex 450 Sport gekauft hatte. Und da hatte ich, wie ich eben schon sagte, gemerkt, Mann, so ein Heli kann ja wirklich auch einigermaßen ruhig schweben. War mit dem Ding absolut nicht möglich. Also nicht in der Ready-to-Fly-Version. Vielleicht, wenn man eigenen Empfänger einbaut, den eigenen Sender nimmt, mag das wunderbar einzustellen gehen, aber nicht so, wie er aus der Kiste kam, war das ein Graus gewesen. Den kann ich euch leider nicht vorführen. Der ist nicht flugfertig. Heckrohr habe ich nicht. Sehr verknickt. Ist auch überhaupt nicht eingestellt, das Modell. Ich wollte euch das nur mal gezeigt haben, dass das mein erster Kollektiv-Pitch-Heli war, mit dem ich das Fliegen nicht gelernt habe. Was mir nicht möglich war. Gut, das war es erstmal mit meinen Modellen. Das ist das, was ich euch anbieten konnte. Ich habe natürlich noch andere Modelle gehabt. Ich habe zum Beispiel von E-Sky den Big Lama, hieß der, glaube ich, damals. Der war in so einem Vollrumpf gewesen. Das war ein größerer Koaxialhubschrauber. Auch ein bildhübsches Modell. Ich blende euch gleich mal ein Foto ein. Da seht ihr den Big Lama hinten, dann den Lama 400D und ganz vorne seht ihr so einen getunten schwarzen Heli. Das war der E-Sky Lama V4, den ich euch am Anfang gezeigt hatte, das erste Modell, nur komplett getuned von Xtreme. Gab es einen Heckausleger, ein Landegestell, eine richtige kleine Haube dazu. Da sah er aus wie so ein richtiger kleiner Heli. Guckt euch das mal an, den habe ich voll getuned. Was habe ich da für Gelder reingesteckt in die Sachen? Aber es hat so einen ungeheuerlichen Spaß gebracht. Ich finde das so schade, dass es das alles nicht mehr gibt. Dass der Markt so dermaßen tot ist oder die Interessenten fehlen. Ich kann euch nur immer wieder euch darum bitten, versucht irgendwie Nachwuchs ranzukriegen. Leute, die sich für das Heli fliegen oder versucht Leute für das Heli fliegen zu begeistern. Es ist so schade, es verschwinden immer mehr große Hersteller, immer weniger Modelle. Es ist wirklich, das ist für mich das geilste Hobby und vielleicht für andere auch. Und es ist schade, dass das so kaputt geht. Versucht, Leute zu überreden. Kauft euch auch mal ein neues Modell, wenn ihr Geld habt. Wenn es euch nicht wehtut, dass der Markt ein bisschen beliebt wird. Ich kann das auch nur sagen. Ne? Also wie gesagt, ich kriege ja nichts dafür. Es ist keine Werbung von irgendeiner Firma oder sonst irgendetwas. Nur ich persönlich sehe, dass das schade ist. Auch der Gebrauchtmarkt und so, das ist alles. Du kriegst nichts mehr dafür. Die Leute wollen nichts mehr haben. Es ist einfach schade. Ich hoffe, dass wieder bessere Zeiten kommen. Ich hoffe, dass das wieder aufwärts geht mit dem Heli-Fliegen. So, das war's erstmal, Leute. Das war so die kleine Story, wie ich damit angefangen habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst den Daumen oben da, wenn es euch gefallen hat. Dann wird auch demnächst, dauert noch ein bisschen, aber dann wird auch eine Neuheit kommen. Eine Neuheit, die wirklich einige interessieren wird, denke ich mir. Das dauert aber noch ein klein wenig. Und bis dahin melde ich mich zwischendurch garantiert nochmal mit irgendetwas. Danke fürs Zuschauen und bis dann, euer Olli Paddelflieger. Ciao, ciao.